Hallo und willkommen zu San Andreas. Wir müssen gerade einen Mafia, wie sagt man, ein Mafia-Mitglied abholen, den Johnny Sindaco, derselbe, der vor einigen Folgen an die Motorhaube von unserem Auto festgebunden war. Und da bin ich schon gespannt, was der sagt, wenn er uns wieder zu Gesicht bekommt. Na nü? Hello, sir. Can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindaco. Mr. Sindaco? There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Oh, okay. Thank you for your help. Okay. Die Mafia muss Johnny entführt haben. Sucht den Krankenwagen, in dem sich Johnny befindet. Aha, weil er von einem Krankenwagen abgeholt wurde. Hat die Mafia ihn entführt? Diese Schlussfolgerung, also das erschließt sich mir jetzt nicht ganz, aber wenn das Spiel es sagt, muss es ja stimmen. Und ist ja auch geskriptet, muss so sein. Und die roten Punkte sind mit Sicherheit die Krankenwagen, das heißt, da müssen wir jetzt hin und einer von denen ist es dann wohl. So interpretiere ich das jetzt mal zumindest. Gut, dass wir jetzt ein schnelles Auto haben, das ist jetzt in dem Moment gerade mal sogar recht sinnvoll. Sonst ja eher nicht, weil man immer crasht, aber da ist ja schon einer. Und jetzt, was muss ich jetzt tun? Werde ich jetzt beschossen, ramme den Krankenwagen, achte darauf, wie der Fahrer reagiert. Okay. Johnny muss in einem anderen Krankenwagen sein. Der hier ist echt. Ach so, weil die aussteigen und nicht auf mich schießen. Ja, kann man jetzt als Begründung gelten lassen. Die Mafia wurde durch einen Notruf aus dem... Ein Notruf findet den Krankenwagen... Das kann ich jetzt gar nicht lesen. Ach so, ein Notruf aus dem Krankenwagen, den ich gerammt habe. Ah, okay, der hat sozusagen durch einen Krankenwagenfunk durchgegeben. Hey, bisschen gerammt worden und die Mafia hat dann haarscharf drauf geschissen. Daraus geschlossen, dass das offensichtlich... Ah, das ist er eh. Das war schon der zweite. Ich dachte ja fast, dass das... Zerdelle ihn ein wenig, um den Mafiosi zu zeigen, dass du es ernst meinst. Okay, und jetzt kriegen wir auch noch. Na super, jetzt haben wir einen Stern auch noch. Oh, jetzt sind wir ins Wasser gefallen. Na toll. Okay, neues Auto, vielleicht eh besser ein anderes, weil das ist ja irgendwie, wenn man jetzt Sachen rammen will, jetzt ist auch noch so ein Polizist hier rum, ist das ja nicht unbedingt das Beste, die beste Wahl. Motorrad ist natürlich jetzt noch schlechter, aber ich nehme jetzt mal ein Motorrad einfach um... Weil zerdellen kann doch auch heißen, dass ich drauf schießen kann, oder? Darf ich das? Oder ist dann Mission Failed? Weil, so von der Idee her... Wobei, weißt du was, wir nehmen jetzt einfach mal ein anderes Fahrzeug. Dieses Fahrzeug zum Beispiel. Denn ich möchte jetzt keinen Sportwagen nehmen, weil ich mir jetzt ja denke, dass ein Sportwagen halt einfach nicht robust genug ist. Dann ramme ich den Krankenwagen dreimal und dann fliege ich selber in die Luft. Und das will ich nicht unbedingt. Und das Teil hier steuert sich zwar völlig scheiße, aber... muss ich jetzt ein bisschen mich aufs Fahren konzentrieren. Aber ich hoffe mal, dass ich damit den Krankenwagen halt dann doch ein bisschen häufiger rammen kann. Auch mehr Schaden vor allem mache. Als mit diesem... mit so einem Sportwagen. So, zerdell mal ihn mal ein bisschen. Das gilt jetzt aber nicht mir, die Polizeisirene, hoffe ich mal. So, zerdellen... Bleib auch nicht stehen bei Rot. Aber sie schießen auf mich. Das ist jetzt halt die Frage. Darf ich auch auf die schießen? Oder kriege ich dann gesagt, hey, das Spiel hat dir gesagt, du darfst nicht schießen. Es ist jetzt schon mit einem fehlgeschlagen. Weil das kenne ich halt nur zu gut, dass ich irgendwas mache, wo ich denke, das ist jetzt eh logisch, was er machen würde. Und dann sagt das Spiel mir, nee, das ist, darfst du nicht. Ja, die ballern natürlich schon auch auf mich. Gut, dass wir keinen Sportwagen haben, weil der ist ja, die sind so empfindlich, dass die halt auch dann oft genug einfach kaputt gehen in kürzester Zeit. Die Polizei hilft mir natürlich überhaupt nicht. Warum auch? Ist auch alltäglich, dass ein Krankenwagen rumfährt, von dem Leute rausballern. So, jetzt fahren sie auf dem Highway raus. Das heißt, jetzt sind wir auf der falschen Spur. Na toll. Gut, da können wir jetzt wieder rüber wechseln. Hey, was machen die? Die spinnen doch. Wie sehr muss ich den denn bitte zerdellen? Der muss doch schon einiges jetzt an Schaden abbekommen haben. So, die fahren nicht ab.
Ach, das ist die Sirene vom Krankenwagen. Ich denke mir immer, das ist eine Polizeisirene. Ja, dabei, Blaulicht haben sie ja nicht an. Die haben nur die Sirene an und nicht das Blaulicht, soweit ich das jetzt sehen kann. So. Ich schätze mal, dass sie dann irgendwann aussteigen werden, wenn das Zerdellometer voll aufgefüllt ist. Schade, dass hier kein Zerdellometer gibt. Sonst gibt es doch immer so irgendein... Hoppala, jetzt sollte ich aber aussteigen, glaube ich. Wäre eine nicht so schlechte Idee. So, nehmen wir uns das nächste Auto. Von mir aus auch ein Taxi. Mann, jetzt leuchtet ein falsches Auto nach. So unglaublich. Oh, ich hoffe, jetzt kommt es nicht gleich eine Meldung. Hä, was war das? Das Auto ist noch ein Stück gefahren. Nicht eine Meldung, sie sind entkommen oder so, weil das wäre jetzt natürlich echt mies. Okay, nee, 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 die fahren hier hoch. Das heißt, die fahren wieder Richtung Stadt, glaube ich. Hier müsste es ja in die Stadt gehen, ja genau. Okay, die sind doof. Die könnten ja auch abhauen über den Highway. Die Taxis sind... Steig schnell in den Krankenwagen, bevor Verstärkung eintritt. So, zum Glück sind wir unverwundbar, während wir in ein Auto einsteigen, wie im echten Leben, und fahre Johnny zur Fleischfabrik. Das soll jetzt aber nicht echt zu Fleisch verarbeitet werden. Oder ist das nur Zufall? Die Sirene. Können wir nicht ausmachen? Ja, lass uns halt an. Ist ein bisschen nervig, dieses geständige... Wie. Bin ich echt froh, dass wir in Europa nicht diese amerikanischen Notfallsirenen haben, weil die sind... Sieht so aus, als wäre Verstärkung eingetroffen. Bringt Johnny zu der Fleischfabrik. Ich gebe mir doch ihm Mühe. Wo soll da Verstärkung eingetroffen sein? Ich sehe keine bis jetzt. Mann, kann ich das nicht ausschalten? Das geht doch normalerweise mit... Nee, geht nicht. Kann ich nicht ausschalten. Na dann eben nicht. Oh Mann. Diese Soundkulisse, ja, darauf habe ich gewartet. Das ist... Irgendwie klemmen, stecken geblieben. Da klemmt irgendwas bei der Sirene. Das ist ja nicht normal, dass die so krass abgeht. Da hat es kurz eine Pause gemacht, außerdem. Das nur nebenbei. Wo ist die Verstärkung? Ach, da hinten. Ich sehe ein Licht. Ja, das kann vorkommen. Wenn halt irgendwo ein Licht ist, zum Beispiel. Die Verstärkung scheint uns aber nicht besonders jetzt zu ärgern. Hey, Johnny, how you feeling? I didn't think he was gonna be discharged till tomorrow. Ah, ich verstehe diese Fleischfabrik. So, jetzt steige ich hier aber aus. Das Teil, das nervt mich nur. Ja, jetzt bin ich auf dem Zielmodus, weil ich immer die Taste... Das ist die gleiche Taste für Hupen, die... Oder für die Sirene. Die schaltet CJ auch in den Zielmodus. Na, Mann, ist aber noch ein Stern. Ich habe hier hinten irgendwo einen Dingens gesehen. So einen Waffenladen, weil ich bräuchte mal wieder eine Schutzweste, glaube ich. Tja, wir haben ihn jetzt also bei seiner Familie abgeliefert und die haben aber gar nicht mitbekommen, wer wir sind und er selber auch nicht. Das ist ja so gesehen recht elegant gelaufen. Deswegen haben die sich jetzt auch so gewundert, dass er erst morgen entlassen wird, weil die wussten ja gar nichts von der Entführung. Die wussten ja nicht, dass er entführt worden ist. Der wusste es wohl selber auch nicht so ganz. Aber schon krass, dass der im Krankenhaus gelandet ist, wegen des Schocks oder was. So, natürlich. Schutzweste. Kugelsichere Weste. Das ist teurer geworden. Das hat doch mal 200 gekostet. Naja, gut, das haben wir erledigt. Und dann würde ich sagen, ich habe gerade auf der Karte was gesehen, nämlich ein C. C steht doch für Crash. Das ist doch Tenpenny. Das würde ja heißen, Tenpenny ist wieder aufgetaucht. Hey! Oh Mann, da würde ich ja fast gerne mal hinfahren. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich vorher speichern sollte. Ich weiß, ich sollte eigentlich immer speichern. Wir können ja mal in die Suite fahren. Bestimmt wollt ihr die eh schon, hättet ihr die eh schon gerne mal gesehen. Und da haben wir mal einen Grund dafür. Die ist nämlich näher, soweit ich das jetzt von der Position auf der Minimap beurteilen kann, als das Wusi Casino, das ja unser anderer Speicherpunkt ist. Oder warte mal, ich habe noch eine bessere Idee. Wo ist denn das Ziel?
A, B oder T. Wir könnten noch hier in Prickle Pine ein Haus kaufen. Dann sind wir da auch in der Nähe, weil wir haben jetzt hier, da ist die Suite. Ist jetzt nicht so spektakulär, versäumt jetzt nichts, wenn ihr die nicht gesehen habt. Das ist halt ein Hotelzimmer. Da haben wir hier und hier, dann sind wir relativ gut verteilt. Dann haben wir überall Safe Houses. Dann kaufen wir das, speichern dort und dann machen wir diese Crash-Mission. Weil da bin ich jetzt schon gespannt. Vor allem, was der Tenpenny, wenn das überhaupt persönlich ist, was der in... was der in Las Venturas auf einmal zu suchen hat. Sucht er hier sein Glück? Haha. So, hier geht's raus. Oder was hat er da vor? Oh Mann, jetzt habe ich einen, ja. Ich versehentlich wen überfahren. Habe ich gleich einen Fahndungsstern. Ist ja auch egal. Wir kaufen das Haus, speichern, dann sind wir es auch wieder los. Wenn wir nicht so auch wieder loswerden. Das ist ja meistens relativ leicht. Prickle Pine dürfte diese kleine Vorstadt hier sein. Schätze ich mal, oder? Prickle Pine, jawoll. Und, ah, das sind die, die sind in Prickle Pine hier, die Crasher. Die Party Crasher. So, was ist denn jetzt? Da hinten ist es, okay, ja, so ein typisches, hoppala, so ein typisches Vorstadthaus eben, so ein Suburban Haus am Ende hier. 50.000! Da ist jetzt auch noch ein Polizist, na super. Ich habe übrigens den Desert Eagle jetzt und 2 Sterne. So, drücke Tab, um die Immobilie zu kaufen. Immobilie gekauft! Ja, darf ich jetzt mich auch wieder bewegen? Die Polizei ist hinter mir hier. Da geht's rein, schätze ich mal. Gerade noch rechtzeitig. Tja, das musst du halt mal machen, als Verbrecher auf der Flucht. Wow, ist schon edel eingerichtet. Nur der Fernseher, der beunruhigt mich ein bisschen. Das sieht aus wie ein Auge, das einen beobachtet. Boah, ist ja schon edel, muss ich sagen. Gibt sogar eine Bar hier, dass man nicht rein kann. Das musst du mal machen als Verbrecher. Kaufst du auf der Flucht ein Haus und gehst rein. Ja. Schon verfolgt dich die Polizei nicht mehr. Ja, die Desert Eagle. Ach, das haben wir wieder eine normale Pistole. Das soll mal einer verstehen. Auf einmal hast du wieder die normale, dann hast du die Desert Eagle. Keine Ahnung, was da irgendwie. Das Spiel tauscht teilweise die Waffen einfach von sich aus, obwohl du das gar nicht willst. Finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen doof, aber was soll man machen? Ist möglicherweise ein Bug. Wäre nicht der Erste. Wir hatten jetzt bisher keine spielzerstörenden Bugs, zum Glück. Aber wir haben hier im Spiel durchaus auch schon mal ja, so kleinere Bugs gehabt. So, Fahrerskills sind höher geworden. Das passiert schon mal beim Rechtsabbiegen. Und ja, das ist hier so eine richtige Vorstadt eigentlich. So eine Suburb. Bahnübergang und hier ist das oder was? Ach, da muss ich aussteigen. Wohnen die jetzt hier oder was, die Crasher? Misappropriation. Ach, die grillen hier oder was? Been a long time, huh? Yeah, I was starting to miss you guys. Now, why don't I believe you? Get over here. Now, things have developed since the last time we met. Despite our best efforts, the gig's nearly up. I'm sure you'll find some way to keep your badge. Your kind always do. You still don't get it, do you, Carl? This ain't about keeping some fucking badge. Hey, listen to the man. We all the same, Carl. You, me. We all trying to pull ourselves out of the hole. Somebody steps on me, I gotta step on you. Where's Hernandez with that fucking meat? He's been gone too long, Tenpenny. Getting a little edgy, fellas. Oh, how you like that, you piece of shit? That give you any idea how edgy I am? Whoa! Get up, bitch! You paying attention? Now, there's a ruined town out west of here. Aldea Malvada. And there's some piece of shit DEA officer meeting with an FBI agent with a dossier. Now you get the dossier and you make both of them disappear. Oh Mann, ja, Tenpenny, erledige die Zielperson und schnapp dir das Beweisdossier. Okay, solche Missionen hatten wir ja schon öfter mal.
Ich kann jetzt gerade auch kein Auto klauen hier, weil da ein Polizeiwagen steht. Ich will nicht gleich ein Fahndungslevel bekommen. Wobei den hier, das dürfte gehen, weil der steht mitten auf dem Bahnübergang. Mann, hast du in der Fahrschule nicht aufgepasst? Das geht doch nicht. Man kann doch nicht in der... Man kann doch nicht auf dem Bahn... Das macht man nicht. Das ist gefährlich. Genau, deswegen ist das gefährlich. Das war zwar knapp. Habe ich dein Auto gerettet. Dafür ist es meins. Ich behalte es als Finderlohn sozusagen. Hier in diese Richtung geradeaus, in die, was hat's geheißen, Aldea, Nivea, Malvada, irgendwas, irgendwo in der Wüste halt, wir haben ja eh einen Marker auf der Karte, müssen wir jetzt irgendwen mit einem Dossier, der das offenbar Tenpenny nicht gut aussehen lässt, erledigen. Ich frage mich gerade, ob wir nicht da einfach der Bahnstrecke nachfahren sollen, weil mit dem Auto sind wir eh schneller als jeder Zug und wenn wir auf der rechten Seite fahren, kann uns eigentlich auch nichts passieren. Der Cheetah, das ist ein Cheetah, das Auto. Das war, glaube ich, der Lieblingswagen in GTA San Andreas vom Gangster. Ein häufiger Kommentator dieses Let's Plays. Wenn ich es richtig im Kopf behalten habe. Ja, das was mir an diesen Zwischensequenzen irgendwie ein bisschen sauer aufstößt, muss ich jetzt sagen, ist, dass das so unvermittelt kommt. Da habe ich auf der Karte ein Symbol für Crash. Und dann fahre ich hin und dann grillen die und das sieht dann so aus, als wäre der Karl halt zufällig denen beim Grillen in Las Venturas begegnet und fragt sie nicht, wieso sie nicht in Las Dos Santos sind und fragt sie nicht, was... Also das wirkt so wie eine zufällige Begegnung, aber irgendwie doch nicht. Hoppala, und wir fahren eigentlich in die falsche Richtung, fällt mir gerade auf. Das ist irgendwie, ja, weiß nicht, da komme ich irgendwie nicht ganz damit zurecht, das stört mich irgendwie, so storytechnisch. Das ist nämlich in GTA 5 nicht mehr so, da ruft dann halt jemand an. Es gibt natürlich Random Encounters, aber nicht von der Hauptstory her. Es gibt einfach mal am Straßenrand Leute, die halt dort stehen und dich fragen, hey, kannst du mich mal mitnehmen? Und dann führt das halt zu irgendwas oder auch nicht. Aber das hat nichts mit der Hauptstory zu tun. Das ist dann quasi wirklich zufällig. Die werden ja auch nicht auf der Karte angezeigt. Da musst du halt zufällig, oh Mann, da ist ja die Area. Ich frage mich gerade, ob man da, wenn man mit Vollgas runterdonnert, ob man da sogar reinspringen könnte. Aber das wollen wir jetzt ehrlich gesagt ja nicht. Wir fahren jetzt mal Richtung unseres Flughafens. Und da können wir dann ja... Sperrgebiet, ich hoffe, wir kriegen keinen Fahndungslevel. Wenn man zu nah an den Zaun rankommt, reicht das ja schon. Diese Alvada, Movada, Nevada... Almea, ich habe den Namen nicht vergessen von dieser, nicht gemerkt von dieser Geisterstadt. Die ist offenbar hier. Wieso fahren so viele Sportwagen hier in der Wüste? Ja, krass. Sind wohl angesteckt worden von mir. Das ist irgendwo hier hinten. Ich schaue vielleicht mal kurz auf die Karte, nur um zu wissen. Ah, okay, das ist noch ein Stück. Ich muss hier noch auf die andere Seite rüber. Da werden wir vielleicht hier stehen bleiben, dann mal zu Fuß erkunden, weil Zielperson erledigen. Und das Dossier beschaffen hört sich für mich jetzt nach einer Verfolgungsjagd an. Also, ich vermute mal... Was ist denn das hier? Sieht aus, als wäre das in den Berg reingebaut. Hm. Naja. Sieht für mich irgendwie so aus, als ob die dann flüchten würde. Und das, wenn wir es vermeiden können, würde ich es gerne vermeiden. Deswegen möchte ich das nicht so irgendwie mit Vollgas reinbrettern und dann möglicherweise draufkommen... dass das halt keine gute Idee ist, weil die noch wegläuft und ich von allen Seiten beschossen werde. Sondern ich möchte das ganz gerne... Alter, die sind abgebogen. Jetzt habe ich ein Fahndungslevel. Na toll. Ist ja ein super Beginn hier. Ah, dann haben sie mich auch gleich gefunden. Oh Mann. Naja gut, wenn wir jetzt stehen bleiben und dann ein Stück hier in die Landschaft reinlaufen, dann dürften sie uns eh nicht mehr finden. Dann müsste man den eigentlich... Ergraben. Wir können aber auch hier rauffahren. Ah, da steht's eh. Aldea Malvada. Ich hab's schon wieder nicht richtig gelesen. Hier oben also rauf. Das ist aber noch ein Stück entfernt. Also müssen wir, glaube ich, jetzt keine Angst haben, dass man da irgendwie... Ah ja, und den Stern sind wir auch los. Kann ich hier rauffahren mit dem Teil? Kann ich natürlich. Ist voll realistisch. Dieses Spiel. Jetzt steige ich aber lieber aus, weil... Wer weiß, was jetzt kommt. Ich gehe schon mal aufs... Scharfschützengewehr. Okay, hier ist die Zielperson. Hier sind außerdem eine ganze Menge Leute, die offensichtlich... Ich zoome mal ein bisschen ran, nicht um zu schießen. Ah ja, klar. FBI, FBI, FBI. Die stehen überall und es sind zwei Helis hier.
Ich schließe daraus, dass die mit den Helis, dass der mit den Helis fliehen würde. Also würde ich vorschlagen, dass wir die Helis zerstören. Hä? Was ist das für ein Superheli? Mann, was ist... Was ist das für eine Scheiße? Okay, die Zielperson ist tot, hat es fallen lassen. Hä? Gut, also... Jetzt habe ich immer noch die Minigun. Was? Wer ist viel von der Zielperson mit dem... fliegenden Helikopter, aber die Zielperson... Ach, das hat jetzt ein anderer... Mann... Das muss man erstmal durchblicken. Das ist doch völlig beschissen hier. Ein anderer hat das jetzt genommen. Deswegen. Na gut, und er versteckt sich jetzt hier. Na, komm schon raus. Daneben. Wir müssen unbedingt mal Munition nachkaufen. Vor allem brauchen wir auch wieder selber eine Minigun. Also weil wir jetzt halt leider auch viel verschossen haben. Wieso ist der Heli nicht explodiert? Und dann nach dem Abflug ist er doch explodiert. Das kann nur irgendwie... geskriptet sein. Haben wir da noch Leute oder haben wir jetzt alle erledigt? Ich will kein Risiko eingehen. Ich glaube, das war's. Na klar, wegen 3 Metern. Das war irgendwie geskriptet, dass man da mit dem Heli nicht... das kann nur geskriptet gewesen sein. So, na gut, wir haben das Dossier. Gratulation, du hast das Beweisdossier. Wenn ich jetzt in den Heli steige, explodiert der jetzt dann auch? Nee. Ich habe auf den auch ziemlich drauf losgeballert. Aber wenn wir schon einen Heli haben, würde ich sagen, holen wir uns die Minigun. Weil jetzt sind wir nicht mehr allzu weit weg von San Fierro. Und diese Brücke ist ja hier relativ gut erreichbar. Die ist da hinten. Holen wir uns noch die Minigun und dann würde ich sagen, hat diese Folge auch ein Ende. Denn wir sind schon wieder auf über 20 Minuten. Aber das fand ich jetzt krass, weil ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass ich die Helis zerstören kann. Oder den, ja, die Helis, den Heli, die Helis. Beide mit der Minigun und dann in Folge... die nicht mehr fliehen könnte, die Zielperson. Das Interessante war, ich habe auf den Heli geballert, der ging nicht in die Luft. Gleichzeitig haben mich die aber schon bemerkt und der ist in den Heli gestiegen. Und der Heli ist offenbar geskriptet, dass er erst, wenn er abhebt, zerstört werden kann. Das haben wir dann auch gemacht. Der Heli ist explodiert. Das Dossier ist, hat die Explosion auf wunderbare Weise unbeschadet überstanden. Aber wie auch immer... Und dann hätten wir, hieß es, wir sollen der Zielperson mit dem anderen Heli folgen. Also offenbar war das gar nicht vorgesehen, dass der Heli überhaupt irgendwie zerstört wird. Und dass das Dossier im Heli sein könnte und der Heli dann explodiert, das ist offenbar auch nicht vorgesehen gewesen. Ich frage mich nur, wie man das hätte machen sollen, wenn jetzt... wirklich die... Mann, was ist mit dem Heli los? Der fliegt irgendwie ganz seltsam. Flieg mal lieber so rum. Krieg mal die Punktlandung besser hin. So, und jetzt runter. Zum Glück ist mit dem Heli landen keine große Kunst. So, Minigun. Wie viel Schuss haben wir jetzt? 225, ja, das passt ja eigentlich. Tja, ich werde jetzt nach Las Venturas zurückfliegen und das mache ich dann allerdings offscreen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, also irgendwo in Las Venturas, wahrscheinlich bei Wusis Casino, vielleicht auch beim Caligulas, mal sehen. Und ja, diese Mission hier, das war jetzt irgendwie seltsam, muss ich jetzt sagen, nochmal, denn irgendwie, irgendwas hat da jetzt nicht gestimmt, weil... Da waren 3 Punkte eigentlich, die nicht gestimmt haben. Erstens, der Heli ist nicht explodiert. Zweitens, der Heli ist dann nachträglich explodiert. Das heißt, der Schaden wurde angenommen, aber sozusagen nicht... aber hat anfangs nicht gewirkt, erst nach dem Einsteigen. Und drittens, wir sollten dann der Zielperson mit dem Heli folgen, obwohl die eh am Boden war. Also da ging das Spiel also ganz eindeutig von einem gewissen Scripting aus, dass wir halt... von einer gewissen Abfolge von Events
die wir halt durch unsere andere Herangehensstrategie hinterlaufen haben. Und hier wären übrigens diese Steinbruchmissionen. Nicht, dass ich die jetzt spannend finde. Das war ja auch ein bisschen so, wie wir Kent und, nicht Kent und Paul, Mecca und Paul, also Kent, Paul und Mecca, wie wir die geholt haben aus, mit dem Heli. Das war ja auch irgendwie nicht vorgesehen, dass wir ein Heli haben, weil sie dann gesagt haben, komm, wir steigen wieder ins Auto, und in Wahrheit waren wir halt im Heli. Na gut, da hinten ist Woozys Casino. Wir sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Freue mich natürlich wie immer über Feedback. Und ich sage auf Wiedersehen. Servus und tschüss.